So, willkommen zurück. Ich habe jetzt schon mal ein paar Spiele wieder vorgespielt. Eigentlich wollte ich ja gegen die Knicks das nächste zeigen, aber ich hatte es auch aufgenommen, aber es war irgendwie ein absolut scheiß Spiel, ja. Und ja, hab ich gedacht, das brauchst du nicht unbedingt zeigen. Geht jetzt gegen Boston weiter. Ja, wie ihr seht, haben wir die restlichen Spiele hier in dem Monat verloren, also gegen Philly. Ja, und zwar eigentlich ziemlich klar die meisten, das ist so dumm. Sogar gegen die Raptors haben wir verloren, ja. Sowas Schlechtes. Vor allem, das ist immer irgendwie richtig dumm, finde ich, weil das erste Viertel ist meist noch relativ ausgeglichen, das zweite auch noch, aber dann im dritten, spätestens im dritten gehen wir dann unter. Und zwar mit richtig vielen, ja, also mit richtig viel Differenz. Was man dann im vierten auch nicht mehr aufnehmen kann, würde ich sagen. Ja, Houston, oh man, guckt euch das mal an, 104 zu 74, 88 zu 108, okay, das war gegen Chicago, aber hier gegen die Raptors 76 zu 94. Oder gegen Cleveland, ach nee, also irgendwie ist das schon, das kannst du knicken. Wenn man rauskommt, also wenn ich dann auf der Bank bin wieder, ist es meist so, dass in der Phase, die simuliert wird, wir mindestens, ja, kleiner mit 10, mindestens 10 oder dann meist so 15, 20 Punkten wieder reinkriegen. Und ich dann reinkomme und wir wieder, ja, mit 20 Punkten hinten liegen oder 15, ja. Dann spiele ich wieder, dann sind wir wieder, keine Ahnung, sagen wir mal 5 dran und dann bin ich wieder, dann liegen wieder 20 zurück. Also das ist echt dumm. Das macht auch keinen Fun mehr irgendwie. Das ist echt. Na, das macht dann auch keinen Spaß. Gegen Boston. Also. Ja. Ich schätze mal schon, ich weiß, wie es ausgeht, ja. Ich denke mal, yo. Anscheinend eine schwache Mannschaft jetzt mal wählen sollen. Nicht gerade Boston. Und gegen Toronto verlieren wir auch, von daher ist es eigentlich scheißegal, glaube ich, welches Team ich jetzt wähle als Gegner. We are live from Boston for an Eastern Conference contest with the Celtics. 2K Sports proudly presents the NBA. It's Wednesday night. We're happy to be with you. Gerade die haben 8 gewonnen, 12 verloren. Und bei uns war es 2 gewonnen, 8 verloren. Achso, unsere Minuten wollte ich zeigen, die sind bei 28, ja. Also krass, wir kriegen fast mehr als Young. Der hatte, ich glaube, 33. Also vielleicht kann man ja bald in die Stadt stellen. Und ich habe, ich wurde jetzt gefragt wegen Trade von den Wizards jetzt hier. Ich konnte da 5 Spiele auswählen, die ich halt, ja, gerne bei unserem Team sehen würde. Und da habe ich, wen habe ich da genommen? Hayward von Dallas. Ich habe extra nicht so ganz so dolle Spieler genommen, weil sonst kommen die wieder ähnlich, wenn ich hier Spieler mit 4, 5 Sternen nehme. Also Hayward habe ich genommen von Dallas, dann ein Smith von Atlanta, ein Fields, ich spiele zwar auf unserer Position Fields, aber das ist es mir wert, dass man ein guter Spieler kommt hier. Wen noch? Jedenfalls ist es ja auch ziemlich blöd, finde ich teilweise. Im Angriff hier spielen fast immer den Ort. Scheiße, ich bin viel höher als ich. Ja, genau, der Lewis, den kann ich nicht leiden. Das ist ein Typ, der wirft von überall, nimmt jeden Wurf, da kann gedoppelt werden, der wirft trotzdem. Da steht ja sonst was für Here's
ich jetzt? Oh nein, Spiel raus! Das kann er wieder nicht. Das ist ätzend, ey. Wenn er so ein Korbleger ist, kann der nicht mehr spielen. Und ich wette, wenn natürlich wieder schneiden, ja. Rondo passes to Pierce. Takes the three. Again, Pierce missing. Washington trailing. Outplayed in the previous game on their schedule, losing to the Raptors. You know, they just struggle to make shots. And sometimes with teams, when they're missing shots, it has a way to take other parts of their game down too. Wenn ich sowas sehe, dann kann ich glaube ich abbrechen. Das ist doch so dumm. Solid playoff team. Going up Clark against a team who is frankly struggling. That's right, Kevin. It played up. Und wahrscheinlich hätte ich schon einen Trade gefordert, weil, wie gesagt, ja, hat langsam schon zu voll mit dem Team. Und da kam aber gerade die Frage, welche Spieler ich mit dem Team nehmen will. Da habe ich die fünf Namen halt abgegeben. Und jetzt, was im nächsten Spiel passiert, wenn er geholt wird, den ich vorgeschlagen habe. That's not a good start. Actually, it's a bad start for them. Now Young connects from in close. So, und jetzt zeige ich erstmal die Highlights und ja, aktuell Stand 4-4, ja. Noch ist es ausgeglichen. Oh Mann, ey. Na gut. Viel Spaß beim Highlights. Frustration. I mean, he does all of that from his point guard position. And I always think it starts at the point of attack. And there's nobody better. McGee's there from the wing. And Garnett misses. Norman. Here's Thunder from downtown. And another miss, but a pretty strong indicator of who's walking away with the victory. And Schwab does play. And look at how he posed on the rim for a few. They've been really pleased, Kevin, with their three-point game. It's working better for them thanks to some adjustments they've made in their transition game. Oh, sure. 2 seconds left. See him being that way for the next few years, a specialist. You know, he's a better all-around player than people. Oh, guckt euch das mal an. Der hätte niemals reingekriegt. So hoch, wie der mit seinem Arm ist. Gucken wir uns nochmal an. Guckt ihr euch das mal an. Hier, guckt doch mal, der ist doch schon drüber. Hier, wir will denn da, hier, wenn der so zum Korb geht, wie will denn der noch reinkriegen? Here's Thunder. With 4 seconds on the clock. Flushes it in. Got a great jump on the ball there, Kevin. Up ahead. Wizards need to get a shot off here. And he trips. Ja, sehr schön gemacht, Wall. To the inside. Here's McGee. Good McGee. From 11 feet out. Here's Thunder. No good. McGee kann das nicht. Here's Thunder. Oh, nein, ich and another miss by one or two a stat line also. So hat er mit 11 zurück. Lead by 11. 3. Now Wall. Stolen away. He just lost another one, Kevin. I mean, he's really having a difficult time. This is such a big issue for young Anil. I know. Yeah, that's just part of the game, Kevin. Here's Thunder. And again, ja. Washington with the triple. And in a game where a and there's the whistle. Hard on the shot. He'll go to the line. Chance now to check out the Washington Wizards' upcoming schedule. Next up on the schedule, the Grizzlies. That'll be a home game. That game is the first and last of their homestand. The first one falls. Kevin, they've been very efficient from the line today. Extremely efficient. Especially here in the second half. I mean, they've not missed one yet. 100% from the line. That's strong. Thunder. For three. And Shaquille. Ja, ey. Da fliegt Maggie fast eine Fresse an der Pong. Here's Allen, takes it up, and no good. 12-point game. Here's Thunder. Oh, wie der den verzieht, das ist der Wahnsinn. Here's Thunder. Ah, es geht nichts mehr rein. At the floater, and a foul call. Das macht er nicht, ohne Scheiße. Second in the NBA, such great shooters. It's due to better shot selection lately, Kevin. They're taking their time to make sure the shots they take go in.
Es wird noch nichts. Das siebte oder achte Spiel, was wir jetzt in Folge verlieren. Ich meine gegen Boston, aber ja, trotzdem muss man gegen Boston gewinnen, wenn die gegen acht Teams vorher verlieren. Inside and the one-handed jam to stock a spare backboard when this guy comes to town. Crawford grabbed ill-advised shot there, no question about it. Yes. And dunked in creep from deep. The and one is good. Came up after Blitzen. Here's Thunder. Good as it goes. Ja, der trifft nicht mal mehr einen Korb. Wahnsinn. Guckt euch doch mal die Scheiße an, ey. 64 zu 86, ey. Der hat noch keinen Bock mehr auf die Scheiße. Kein Bock mehr jetzt das letzte Viertel zu spielen, ey. Das geht immer so. Jedes Mal, ey. Jedes Mal in dem scheiß dritten Viertel, ey. Das kannst du knicken. Das ist so dumm. Wir waren mal auf 4 dran, ja. Und dann machen die einen 15 zu 0 Run. Ja. Gerade wenn wir hier, ja, einen kleinen Lauf hatten. Ja, schön. Schön. Den wechseln wir gar nicht mal ein. Haben sie gut gemacht. Finde ich gut. 31 Punkte. Mhm. Ist ja noch für uns verhalten sie ganz gut, ja? Oh, da gibt's Teamziel vor, der daddelt. Def Aufgabe geschafft. Leistung mitteln, ja. Ah. Schwer eine gute Leistung zu bringen. Das Team ja alles verdattelt. 36% Wurfquote, ja, ich hatte da einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. So, also, wie gesagt, ich habe ja ein paar Leute vorgeschlagen. Mir ist noch Bosch eingefallen, habe ich noch vorgeschlagen, weil der hat auch nur, ich glaube, 4 Sterne oder so. Also nur 4 Sterne, ja. Ups. The guys are frustrated. The coaching staff is frustrated. I know the fans are frustrated. Ich habe jetzt I think the group of players we have is what it takes to win. We just need to put the pieces together, you know? I feel like we're getting close and I expect the team to turn the corner any day now. Ja, Popularität geht nach unten, ja. Nee, es macht einfach keinen Spaß mehr hier. Da hab ich auch keinen Bock dann mehr hier irgendwie Videos zu machen, weil ja, Spaß ist nicht da und mal gucken. Neues aus der Liga, gewusst die Küche. Also, wir machen es so, also ich will weg, ich will nicht mal beim Besitz bleiben, ich hab jetzt Schnauze voll. Weil wir verlieren dann, wenn simuliert wird. Dann kriegen wir so viele Punkte rein, dass es keinen Spaß mehr macht dann, zu spielen, wenn ich reinkomme. Weil ich genau weiß, wenn ich wieder raus bin und wieder simuliert wird, geht man wieder mit 20 Punkten zurück. Also, viel Spaß. Mal gucken, ob es bei einem anderen Team anders wird. Ich kann jetzt hier meine Karriere. Ich kann jetzt hier einen Trade fordern. Mach ich aber noch nicht. Und zwar, ihr könnt ja mal eure bevorzugten Teams, die ihr so mögt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also drei Teams kann ich jetzt auswählen. Und da könnt ihr mal drei Teams schreiben, wo ihr sagt, hier, dort soll ich spielen. Ja. Ob wir dann da hinkommen, ist eine ganz andere Sache. Das ist ja, kann sein, muss aber nicht sein. Und da könnt ihr dann mal schauen. Also ich habe auch schon drei Teams im Kopf, ja. Aber ich warte das mal auf eure, ja, auf eure Antworten. Und dann schauen wir mal. Gut. Dann beende ich das Video jetzt erstmal mit einem 31 Punkte Niederlage und bis zum nächsten Video. Ciao.